Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zum 200. Video-Special. Ja, es ist jetzt nicht ganz das 200. Video, das haben wir schon letztens erreicht, der eine oder andere hat es vielleicht mitbekommen. Aber wie beim letzten Mal möchte ich die Zahl der weiteren 100 Videos zelebrieren. Ja, letztes Mal war es ein Gameplay zusammen mit Tara, ein bisschen Special, ein bisschen editiert. Und heute habe ich mir was ganz Besonderes für euch ausgedacht. Ja, Zucker. Einfach Zucker. Es ist zwischendurch immer mal in ein paar Memes angesprochen worden oder angedeutet worden. Aber für die, die es nicht wissen, Taren und ich haben schon vor 8 Jahren, 2013, mit damals noch 2 Kollegen mit YouTube angefangen. Ich werde gar nicht weiter mehr dazu sagen. Die folgenden 10 werden nämlich für sich sprechen. Und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß. Ja, es geht jetzt sofort los. Let's go mit diesem kleinen Zusammenschnitt vom absoluten Mega-Kanal The Team for Gaming. Viel Spaß. So, hallo und herzlich willkommen zu Let's Play The Elder Scrolls 4 Oblivion. Der Copy ist am Start für euch, das hier zu Let's Playen. Habe ich mega Bock drauf. Im Hintergrund hört man jetzt schon die Musik. Ja, ist geil. Tag, ich bin's. Die Herren von Team 4 Gaming. The Team 4 Gaming. Wir machen jetzt meine erste SSP-Reihe, Risen 1. Und ich wünsche euch wirklich viel Spaß. Ja, der Ladebildschirm ist ein wenig lang. Ich habe das Spiel kurz angezockt und dann werden wir dann auch mal kurz losspielen. So, meine Lieben, es ist auf dem Kanal The Team for Gaming Tille und Max in League of Legends Aram. Yo, was geht? Weil, von Freunden wurde mir das empfohlen und so und die haben gesagt, das ist geil. Und auf jeden Fall, ja, viel Spaß dabei. Charakter, Name. Entweder nennen wir ihn so, oder, ach, ich habe eine geilere Idee. Ja, so, das ist, also wir werden Babo. Alter, Lila, ey, die Haare sehen ja mega geil aus. Alter, so sehen die Haare ja mal mega geil aus. Und so. Ey, Alter, das sieht ja mal mega geil aus. So, machen wir's. Ja, schon klar. So, yeah. Wie machen wir das jetzt? Mit 1, okay. Da ist noch ein Knüppel. Eine Goldmünze. Gehen wir mal hier so lang. Ah, ein stabiler Ast. Hat er mehr? Hiebhaftenschaden 10. 8, okay. Dann nehmen wir den. Okay, ich hoffe, wir gehen richtig und nicht falsch. Ja, der Community Patch macht dann die so ein paar Bugs weg. Und der Storm Patch macht das halt ein bisschen noch realer. Also. Naja, im Moment bin ich ganz schön beeindruckt von dem Game. Also ist ganz lustig im Moment. Weiß auch nicht warum. Es gibt auch schon den zweiten Teil, also das Game ist jetzt von 2009, also nicht so aktuell. Oh, cool. Ich brauche eine Pfanne. Okay, hier ist eine einfache Truhe. So, wir spielen Aram. Zufällige Champs. Max ist Hunter 1999XX. Und ich bin Irektor. Und ich werde einfach Shaco und Soraka aus dem Gegnerteam einfach mit meiner Ulti abfrühstücken. Das wird einfach ganz easy. So. Was kaufen wir uns denn da am besten? Keine Tränke. Tränke sind was für Pussys. Meine Frame-Zahl, meine Fraps-Zahl. Was auch immer. Max darf auch mal was sagen. Ja, aber wir sind eigentlich ganz okay. Guck mal, ich stehe einfach außerhalb des Gebüschs. Einfach so, weil ich es kann.
Ja, weil du es kannst. Du hast ja auch sehr viel Rüstung, wie ich sehe. Also erst ein kleines Sunfire. Ich hätte doch die Tank mitnehmen sollen. Sunfire. Ich kann mich einfach nicht entscheiden. AD, AP oder Tank. Ein paar Tank-Schuhe und dann gehe ich, glaube ich, auch schon auf Infinity Edge zu. Malzach verbreitet schon miesen Burst DMG. DMG? Ich bin cool, weil ich DMG statt Damage sage. Cool! Cool! Und hier nochmal einen Charakter sehen. Das ist schon geil. Das ist schon nice. Hat der irgendwie so L'Oreal oder so genommen oder so Vinci? So geil. Nee. Lasst mich euer Gesicht sehen. Hm. Ihr seid derjenige aus meinen Träumen. Hauptmann Renault. Sie ist tot. Was? Sie ist tot? Och, nee. Oh, man kann auch gehen. Och, da ist die Alte. Naja. Boah, ey, das regt mich jetzt gerade ein bisschen auf. Kann man auch. Schade. Großartig. Ja, großartig. Wir sind hier ausgesetzt, wissen nicht, wie wir hier wegkommen. Aber ist natürlich alles großartig. Bin genau deiner Meinung. Ah, da ist eine Ruine, da gehen wir mal rein. Oh nein, scheiße. Scheiße. Das war ein bisschen fähig, ich hätte vorher eine Heilpflanze oder so. Fressen wir dann gleich mal, ne? Ja, und wir haben ein neues Maß erfunden, das ist... Ein neues Maß haben wir erfunden. Ginky 27. Es heißt, im positiven Bereich heißt es Tillmann. Und im negativen Bereich heißt es Pinky 27. Das war so ein dummer Mitspieler uns. Dann haben wir immer gesagt, ja, das war schon wieder ein Pinky 27. Wenn es ein bisschen dumm war, zwei, dann war es schon mehr dumm. Und drei war dann totale Katastrophe. Und dann haben wir immer gesagt, ja, First Blood hier. Ja, ja, ich hab den Effekt. Dann haben wir immer gesagt, wenn eine Aktion gut war, haben wir mal gesagt, ja, das war jetzt ein Tillmann, weil ich mache halt nur gute Aktionen und dann ist das ja klar. Naja, ich sollte lieber nicht drauf gehen. Hallo, OP. Ich habe ein bisschen Leben verloren, weil ich gerade ein bisschen so getankt habe, mäßig. So tankmäßig getankt habe. Ja, mal aus, ich rede einfach irgendein Müll, Tillmann. Interessiert ja eh keinen. Ich muss mich irgendwo dran wielen. Heiß begehrt. Ich wurde schon angeschrieben, dass ich endlich League of Legends aufnehmen soll. Ja, ganz oft. Ja, zweimal, okay, aber vom gleichen. Von unserem treuen Abonnenten, dessen Namen ich jetzt hier nicht nennen werde. Aced einfach mit meiner Ulti. Schick gemacht war das hier von unserem Team. Ja, einfach, erst ein Tod hier. Good job. Einfach keinen Tod habe ich. Guten Tag. Ja. Ich bin's, der Chile. Also heute kleines Special, ja. Aber nur alleine, weißt du? Aber diesmal spiele ich alleine Oblivion an Nils PC, macht viel Sinn, ne? Eure Mütter spielen bei mir PC, alleine. Also er spielt PC und ich zocke und tab. Sehr viel Scheiße. So wie ihr das aus den Aufnahmen von Driver noch kennenlernen werdet. Also ich bin der Tara, der Typ mit der schlechten Quali. Bei Risen. Quali, wisst ihr schon, ne? Risen. Übrigens, ne, falls Jan, ne? So mein Bruder, also Jako, nenn ihn mal Jako. Jako? Ja. Ich meine aber den anderen Jan. Unseren eifrigsten Zuschauer. Ach so, ja, sag mal. Dem wollte ich noch sagen, ja, bald wird kommen. Lol. Es wird gehen. Ach, dem, ja. Alles klar. Vogelpiep. Ja. Vogelpiep. Wir haben auf der Vogelpiep. 1,2 Leute, jetzt einfach, ja. Übrigens schon mega. Ja, genau. Und jetzt... Leute. Wir wollen jetzt hier... Nicht zielen. Alle trollen. Alle trollen genau mich. Die ganze Zeit. Der PC ist ja gar nicht schlecht. Nur meine Sache ist schlecht. Also Windows 7 for life, Leute. Gut, hallo und willkommen zu... Wie ist das für noch? Ach ja, Risen. Nein, das ist schlecht. Wir gehen heute in die Hafenstadt. Wo meine Freunde gerade. Den lass dich nicht aufhalten. Mach ich auch nicht. Aber ich eigentlich. Hey Leute, wir sind wieder. The Team for Gaming.
Heute wieder zwei Special Guests dabei. Einmal Archirion, Janna und der Plowman als Master Yi. Wie immer ja, Aram. Ja. Aram. Also Archirion, deine Stimme kennt man noch nicht, also würde ich jetzt erstmal ein bisschen was sagen. So. Da ist jemand drin. Easy. Sophia. So, meine Lieben. Letztes Mal wollten wir. LOL! Einfach ein B. Dann brauchen wir nur noch das Kuh. Geht ein bisschen. Alter! Geil! LOL. Ich hätte jetzt gedacht, wir verlieren das eiskalt wegen Singed, aber okay. Wegen Singed und Blitzcrank und Poppies müsste eigentlich auch geil sein auf der Lane. Wir haben 7-0. Also, wir fokussieren natürlich Vayne. Okay, ich, Tristana. Auf 3. Warte noch, ich hab noch keine Ulti. LOL. Epic. Das war richtig geil. Hol dir den Heal. Och man, ich hatte schon 4-0. Nein! Warte, kommt alle her. I believe we can continue undetected. Good idea. You guys any closer? Hi Leute, wir sind wieder, The Team for Gaming. Heute wieder kein Special Guest dabei, denn wir hören jetzt auf. Nein, heute ist kein normales Video, es ist ein Infovideo. Und auch nicht mehr mit Tillmann, nein, auch nicht mehr mit Max, sondern nur noch mit Taran und mir. Jo, aus dem FIFA und Risen, das kommt alles. Nee, aber ihr seid alle mal um meine Homies, ihr guckt das ja alle. Ja, wir bedauern das jetzt sehr, dass die beiden halt weg sind. Hörst du jetzt auf dem Controller rumzutippen. Okay, danke. Was heißt, wir bedauern? Wir haben zwei neue Intros. Wir könnten die auch eigentlich in diesem Video am Ende nochmal kurz einblenden. Komm, das wird jetzt nicht so... Das werden wir nicht machen. Wir können euch schon mal sagen, dass es uns sehr leid tut, dass wir LOL nicht mehr fortsetzen können. LOL nicht mehr fortsetzen können. LOL nicht mehr fortsetzen können. LOL nicht mehr fortsetzen. So Leute, herzlich willkommen zu League of Legends bei The Team 4 Gaming. Und nicht nur der Copy ist am Start, nein, auch der Taran ist am Start. Hallo Taran. Hallo. Ja, ich bin Nocturne, wie man vielleicht schon gesehen hat. Und ich bin Ash, wie man jetzt auch sieht. Mach kurz mein Headset wieder rein, ne? Ja. Ich hab nicht so einen USB. Boah, ey, ihr fucking Stealer. 8 USB-Ports, glaube ich, und da brauche ich halt noch einen 9. Ich habe Controller, Webcam, alles mögliche angeschlossen. Oh, fuck. Ja.
jetzt schon den Ignite. Das Enduro-Maus nicht vergessen. Wenig sinnlos. Mikrofon. Aber da habe ich einfach kurz eine Dreifachtötung rausgeholt und aus meiner negativen Karriere einfach mal kurz eine positive gemacht. Hier. Keiner wird hier gewinnen. Ich werde gewinnen. Hallihallo und herzlich willkommen zu League of Legends. Bei The Team for Gaming, der Copy ist am Start. Wir spielen Graves. Bei uns im Team, also der Name ist halt bei der läuft gerade noch zu Ende. Bei uns im Team Trash Riven Lux Draven mit einem geilen Skin und ich halt als Graves. Der Söldner. Gegner-Team Lissandra, Fiddlesticks, Nasosain, Kassadin. Ja, mal schauen. Ich meine, dürfte eigentlich schon packen. Denke ich jetzt mal. Ohne Special Guest diesmal heute alleine. What the fuck? Alter. Ich hatte auch gerade so ein Spiel, ne? Und da dieser Skana-Noob, ey, ne? Er hat mich einfach irgendeinen Scheiß gekauft. Er war hier richtig schlecht, einfach. Das ging gar nicht klar. Er war so schlecht. Ach, komm schon, ey. Und ich nehme jetzt mal mit einem anderen Headset auf, um zu schauen, ob irgendwie die Soundqualität ein bisschen besser ist. Hoffe ich jetzt einfach mal. Aber wollen wir einfach mal schauen, so. Ja. Naja, da sollten wir dann doch nicht zu aggressiv sein. Ach, wie krass. Yeah, yeah. Oh, endlich war ein gekillt, hier. Nein, wo ist mein Penta? Hat der Spasti mir mein Penta gestealt? Ach, wie krass. Wieso hat er mir mein Penta gestealt? Yes. But we need minions. Alter, das war doch... Spaß, ey. Ich hätte auch immer einen kurzen Penta machen können, aber nein, er muss den hier natürlich killen, ey. Ich hab den noch einen so kranken Traum gehauen, ey. Ja, scheiße. Ja, ey, was ist das denn auch? Das tut mir eiskalt einfach mein Bett. So kann ich dann gar nicht ab. Ah, krieg ich jetzt irgendwie nicht wieder. Ich meine, ich kann es natürlich nochmal probieren hier kurz. Der Pentakill. Geiles Spiel, muss ich ehrlich sagen. 94, 75. Ach, wenn sie wieder sind am Abgehen. Geiles Team. Ach, wie krass. Ich glaube, er wollte eigentlich nur weg, um sich was zu holen. Und so meine Freunde. Lol, ich konnte den nicht angreifen, ey. Ach, ist das geil. Die Folge ist wirklich nice, also. Und es ist Ende, yeah! So, meine Freunde, geiles Spiel. Hauptsache, ihr habt es auch so gefeiert wie ich. Bis zum nächsten Mal, euer Copy hier auf The Team for Gaming. Ciao, haut rein! Ja, Leute, ein absolutes Fest, für mich jedenfalls. Ist einfach herrlich. Ja, und was ist in den letzten 100 Videos passiert? Naja, wir haben Star Wars The Force Unleashed 1 und 2 beendet. Und wir haben natürlich Jedi Fallen Order beendet. Ja, oder komplett durchgespielt. 51 Folgen von einem mega geilen Game und ein Livestream. Die Aufnahmen habe ich immer noch. Ich bin immer noch im Überlegen, ob ich da einen Zusammenschnitt mache aus 9 Stunden oder 8 Stunden irgendwie sowas, Livestream-Material.
Wäre auch auf jeden Fall, glaube ich, ganz witzig. Aber wäre auch, glaube ich, eine sehr, sehr krasse Aufgabe. Von daher, mal schauen. Aber das war, also das war eigentlich der größte Teil, so, wo dann ja auch wirklich jeden Tag unter der Woche eine Folge kam. Wir haben Mitte runter Inter Mailand ins Leben gerufen. Ein Team rund um League of Legends, aber eben auch außerhalb davon, wie wir jetzt schon bei Elder Scrolls Online gesehen haben. Klar, jetzt die ersten 5 Folgen nur mit Aswina, aber wir haben mittlerweile die ganze Zeit weitergezockt und Leonard und Jonas sind mittlerweile auch schon am Start. Mal gucken, ob die dann auch Bock haben, in den Folgen aufzutauchen. Wie gesagt, die Truppe, das Team, einfach, da kommt eigentlich immer nur was Geiles bei rum. Copycoached ist ein Format, das steckt eigentlich noch in den Kinderschuhen. Ihr seht es, vor 3 Wochen angefangen. Da kann noch so viel kommen und da wird auch noch mehr kommen, bin ich sicher. Ja, und natürlich nicht zuletzt Dark Souls. Ne? Dark Souls einfach aktuell das Megaprojekt, mein Lieblingsprojekt eigentlich aktuell. Ich habe generell übel Bock, dieses Spiel zu spielen. Unabhängig auch von den Aufnahmen. Also ich denke eigentlich den ganzen Tag an Dark Souls, weil ich einfach zocken will. Und von daher, ja, keine Ahnung. Also es hat sich einiges getan innerhalb der letzten 100 Folgen und es wird weiterhin einfach nice. Ich bedanke mich bei jedem, der weiterhin fleißig die Videos guckt, der mich hier auf diesem Weg begleitet, auf diesem Kanal. Und natürlich auch an alle hinter den Kulissen, die da irgendwie mitwirken, Input geben, kreativ sind und ja, mich dabei unterstützen. Grüß gehen raus, Freunde. Das war's von mir. Ich hoffe, das kleine Special hat euch gefallen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich wünsche euch was. Habt noch einen traumhaften Tag. Haut rein.